Moin Leute und willkommen zum dritten Adventsspezial. Heute wollen wir uns mal einige der besten Schattenpersonen oder Schattenwesen-Clips anschauen. Viel Spaß! Der YouTuber Urbex Hill erkundete eine ehemalige Schule, die im Jahr 1940 erbaut wurde und wegen massiven Schäden, dessen Kosten nicht aufgebracht werden konnten, seit 2013 vor sich hin vegetiert. Während der Erkundung dieses Lost Places hat er, wie ihr euch denken könnt, einige seltsame Dinge auf Kamera festhalten können. Und zur Abwechslung werde ich dieses Video so handhaben, dass ich zunächst das Video laufen lasse und ihr schaut, ob ihr alle Geschehnisse mitbekommt. Und am Ende werde ich die Stellen mit Markierungen noch einmal wiederholen. Viel Erfolg! Na, habt ihr alle Erscheinungen mitbekommen? Relativ am Anfang des Videos sieht man, wie eine schwarze Gestalt in der Ferne um die Ecke schaut und schnell wieder verschwindet, sobald er sich dem Bereich nähert. Etwas später sieht man was, das ich aber als Pareidolie einschätzen würde. Ein Gesicht, das im Glas der Ofentür zu sehen ist. Kurz darauf sehen wir erneut eine schwarze Gestalt, die erneut blitzartig verschwindet, sobald er sich im Gang nähert.
und zu guter Letzt laute Geräusche über ihn, die sich anhören, als würde etwas durch die Gegend geworfen werden. Wer weiß, warum Geister in fast jedem Video um die Ecke schauen. Aber wenn ihr mich fragt, ist es mir lieber, wenn sie bloß um die Ecke gucken, als jemanden um die Ecke zu bringen. Dark Arts TV war unterwegs in einem Unlost Place, der bereits einige hundert Jahre alt ist und als sehr frequentiert gilt, was das Paranormale angeht. Und so viel sei vorab gesagt, rausgeschmissenes Geld war dieses Abenteuer definitiv nicht. So, do you know when you guys came here? Did you get any odd vibes or anything? I'm not sure, no. I think we did, didn't we? I think we got creeped out here. Really? Yeah. I think that after we caught an I think we did, didn't we? I can't remember. It was a while ago, mate, but I do vaguely remember something happening and freaking out. Yeah. No way. Wonder where it's best to start then. I'm not sure. So let's just try to amp it up with the spirit box and then we'll go to some other rooms and start doing some EVPs and just see what happens. Right, here we go. Hello? Mate, that's like a dog, mate. Run? Who's that? Run? Yeah, isn't it? Dog and run. Why do you want us to run? Oh my fucking god, what the fuck was that, bro? What? Oh my god. Do you know what? Wait a minute ago, I thought I saw something there. Holy shit. Wait, what the fuck was that? Mate, I don't know what the fuck it was. It was like a fucking shadow, mate. Before we look at the footage, let's just keep running and see what happens. Did you just show yourself? He told us to run. He said run, yeah, he said run and we started running. Yeah. What the fuck was that, bro? What? Did you hear that? I heard that. Mate, something just come over my head, mate, as well. It said something on spirit box. It did, yeah, I don't know what the fuck it said. Mate, it was like something just came over my head and there was that weird sound. Yeah. It's like people talking. Oh, yeah, someone walking around. It sounded like someone walking up the steps, mate. Really? Yeah. Mate, it was right there. In that doorway there, it was right there, in that gap there. Let me show you, man. I wasn't recording, I literally paused it a sec. What was it? I just saw some... Did you see it? Mate, there's something there. What person? It could be a person. There's something there. Oh, mate, I feel sick. I've got to go around the corner and see. No. Hello? Like that, and then we're back in like that. That's what I see in the footage, mate. Can you show yourself? Hello? It's almost like a leg. Yeah, that's what it... Like back in like that. Right, so I'm going to put a REM pod down near this doorway. This is where we kept on seeing... The weird shadow thing. Let's put it right here. See what happens. Can you see us? Nothing. That's weird, mate.
weird, isn't it? This is exactly what we see in the shadow, so I'm going to put it here. See what happens. It's freaky just looking into that gap way. Do we go that way? I think we was all ready for leaving, weren't we? Mate, I was about to get out. The thing is, we were trapped, that was the worst thing. Mate, why is that the way out? Through that door. Is it? Yeah. We would have had to come back round to that exact doorway, or gone out that way. Oh, mate. We were trapped, mate. I'm freaking out. Oh! What was that then? Was denkt ihr? Sehen wir hier eine Schattengestalt oder ein seltsames Zusammenspiel von Licht und Schatten, das nur den Eindruck erweckt hat? Für das ganze Video checkt gerne wie immer die Beschreibung aus, in der alle heutigen Videos verlinkt sind. Steve Ballard machte eine paranormale Untersuchung, bei der er eine äußerst interessante Aufnahme gemacht hat. Should I figure it quite a grain fault? Show itself just there. Spoon played about half speed. Now. Did you see it? Ich bin mir hier ziemlich unsicher, kann mir jedoch nicht so wirklich vorstellen, dass jemand, der hinter ihm stand, von hinten angeleuchtet wurde und diesen Schatten verursachte. Denn dazu müsste der Schatten doch viel größer sein. Ich bin hier mal auf eure Meinung gespannt. Urbex Hill war in einem alten Freimaurertempel unterwegs und konnte dort möglicherweise etwas ziemlich Interessantes auf Kamera festhalten, was ich persönlich nicht gesehen hätte, wenn er nicht noch ein Folgevideo zu der Aufnahme gemacht hätte. Aber schaut mal selber erstmal, ob ihr möglicherweise etwas Merkwürdiges erkennt.
Man kann hier auf jeden Fall etwas Schwarzes sehen, das wie eine Schattengestalt aussieht. Was meint ihr? Hat Urbex Hill hier eine Schattengestalt aufgenommen? Jupiter 71 machte eine paranormale Untersuchung in einer nicht näher benannten Schule, die im Jahr 1908 für wohlhabende Familien errichtet wurde und konnte dort möglicherweise etwas Interessantes einfangen. Lord Jupiter versuchte sie während dieser Aufnahme im unteren Stockwerk mit den möglichen Geistern zu kommunizieren und bat mehrmals darum, dass sie sich zeigen, was sie möglicherweise, wie diese Aufnahme zeigt, im oberen Stockwerk taten, wo zu diesem Zeitpunkt kein Mensch gewesen sein soll. Aber ob dort auch keine Menschenseele war, ist hier eine andere Frage. Mr. Spouter uploadete ein Video, das er aufnahm, nachdem er seltsame Geräusche in seinem Haus hörte und angeblich eine Schattengestalt zeigen soll, die in seinem Abstellraum steht. My banging again. It's like something on the stairs. You can't hear it though, I can't. Weird. It's not next door. It's like the f- what the f- it might be pipes in flyboard. So every time I look, there's nothing there, though. But natürlich ist sowas sehr leicht zu faken, aber was man hier erwähnen muss, ist, dass er sonst nichts hochgeladen hat, denn die meisten, die solche Videos machen, schlachten das Thema in den meisten Fällen ordentlich aus und hauen ein Video nach dem anderen raus. Jedoch sagt er von sich, dass er eine derartige Gestalt dort zum ersten Mal gesehen hat, aber seitdem nie wieder gesehen hat. Aber ihr kennt ja meine Meinung. Die Wahrheit kennt nur der Uploader selbst. Zero Killswitch postete ein Video auf Reddit, das ihn und Kollegen beim Erkunden einer alten Kirche zeigt, in der es spuken soll. Jedoch haben sie vor Ort keine seltsamen Dinge erlebt. Doch bei der Auswertung des Materials muss es den Jungs eiskalt den Rücken runtergelaufen sein. Aber seht selbst. Ein ziemlich gruseliger Anblick, wenn ihr mich fragt. Auch wenn man natürlich wie immer nicht weiß, was wirklich dahinter steckt.
Falls ihr jedoch skeptisch seid, aufgrund dessen, dass er in den Raum hineingefilmt hat, denke ich, dass es völlig normal ist, dass man im Vorbeigehen kurz in die Räume schwenkt und würde den Jungs deswegen zumindest nichts unterstellen. Man weiß ja auch nicht, wie lange die ganzen Aufnahmen waren, die insgesamt gefilmt wurden. Ein besorgter Mann stellte eine versteckte Kamera im Schlafzimmer auf, weil er Bedenken hatte, dass seine Freundin im gemeinsamen Bett fremdgeht. Doch was er am Ende aufgenommen hat, wird wohl dazu führen, dass nicht mal die treueste Person freiwillig dort schlafen geht. Das Video ist schon älter und recht bekannt, jedoch konnte ich nichts darüber in Erfahrung bringen, ob es jemals als Fake entlarvt wurde. Ich würde deswegen gerne mal eure Meinung dazu wissen. Wenn ihr sowas nachstellen würdet, wie würdet ihr da vorgehen? Maximum Disclosure. Uploadete ein Video, das von einem besorgten Hausbesitzer gemacht wurde, der eine Kamera in seinem Wohnzimmer aufstellte, wo er paranormale Aktivitäten vermutete. Was denkt ihr? Konnte hier eventuell eine Schattenperson auf Kamera festgehalten werden? Oder ist das Ganze nur ein Trick? So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit dem vierten Video weitergeht.